Okay. Und jetzt? Okay. Was erhoffst du? Also gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Ja? Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Okay. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Das sieht jetzt nicht so gut aus für uns. Aber gut. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Schon wieder in dem Kerker? Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Gegen die? Ja, genau, jetzt kommt er hier wieder an Start. Oh shit, jetzt ist er sogar noch hässlicher. No, 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 no. Lass mich. No, 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 no! Das werde ich unterhalten! Ich nicht so. Vor allen Dingen, weil sie nicht so gut rennen kann. Wait. Das sieht nicht gut aus für uns, Freunde. Das sieht ja nicht so gut aus. Was mache ich denn jetzt? Ich mache das hier. Und nochmal. Und kurz hierhin. Kurz dahin. Ausrüsten und jetzt rennen wir noch weiter. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Bin ich ja. Lauf, kleines Hinten, lauf, lauf. No, 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 no. Ich muss irgendwie mehr Schaden anrichten. Ich hoffe. Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an. Ist wirklich tot? Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Ja, ist er jetzt wirklich tot? Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung! Ja, nee, ist klar. Zieht mich runter! Lass mich doch in Ruhe! Kann ich das hier irgendwie benutzen? Ich
Das läuft nicht so gut gerade, Freunde. Ich sag wie das. Das läuft nicht in meine Richtung. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Ja, ich auch. So nutzlos sie auch sein. Habe ich ein Problem? Oh oh. Where do you go, my lovely? Ich sehe meine Häschen so gern zu, wie ich sie sehe. Where do you go? Oh no. Leck mich am Arsch. I wanna know, Ist er immer noch nicht down? Mein ganzes Leben hatte ich noch keinen so öden Kampf. Wieso öden? Ich hab mich gut geschlagen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Lass mich hier raus. Das soll eine Show sein? Ja, wenn... Ich hab dir eine gute Show geliefert. Lass ihr das nicht durchgehen! Doch, 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 doch! Lass mich mal! Okay! Nimm das! Ja, ich nimm das! Nimm auch das! Okay, ich muss noch ein so ein Ding nutzen. Oho. Wo kommst du denn her? Okay. Cool, 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 cool. Also eigentlich nicht cool, weil... Ist gar nicht cool. No. Ah, da kommt der nächste. Warte kurz. Du kommst jetzt hier gleich angerannt, ne? Okay, falsche Richtung. Okay, cool. So, jetzt kommt ihr. Okay. Wir laufen. Wir machen das. We take it easy. So. Wo ist er? Da ist er. Hier, komm mal her. Ja. Nein. Das ist schon wieder er. Ich... Okay, komm, wir machen jetzt zwei Arzt. So, warte, wir nehmen auch gleich die erste. Benutzen. Sehr gut. Nimmst du die jetzt? Ich wollte gerade sagen, take it off. So, wo ist... Okay. Cool.
So, schwing mal dein Hämmerchen. Wo kommst du jetzt? Ah, du kommst jetzt da, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Wir laufen im Kreis. Ich laufe im Kreis, ist mir egal. Oder auch nicht. Vielleicht ist es mir doch nicht so egal. Wo bist du? Ja. Komm her. Safe habe ich doch jetzt gerade da hinten getroffen. Okay. Es gefällt mir gar nicht, dass er sich die ganze Zeit so klein und groß macht und groß und klein macht. So wie es ihm beliebt. Und einfach hinter mir auftaucht. Mach doch nicht so. Nicht einfach Kehrtwende machen. Jetzt geht er wieder hier runter. Okay, dann laufen wir jetzt hier im Kreis. Weil es so schön war. So, einen Schuss habe ich noch. Einen Schuss habe ich noch mal. Ja, das probiert er die ganze Zeit, aber es, ihr hättet no chance. Oh Gott. Den hat er gut abgewehrt. Den hat er gar nicht mal so schlecht abgewehrt. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Suche nach Schrotflinten, Munition, Bomben. I don't know. Hier gibt's nichts. Und ich ran an die Stelle von hier aus. That is not possible. Aber wir. Wir geben unser Bestes. No. Okay. Langsam fange ich an zu schwitzen. Okay. Ich hab's. Hoffentlich. Yes. Nutzlose Kreatur. Was für eine Enttäuschung. Ich bin froh. Was soll? Dein Tod ist unausweichlich. Woher willst du es wissen?
Run. Run. Okay, run. Ja, wohin? Wohin? Da lang. Okay. Dann lauf. Was? Ja, spring. I don't know. Mach irgendwas, aber jump. Ja, 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 ja. Wo sind wir denn jetzt? Kommen wir jetzt wieder zurück in unsere... Da, wo wir eigentlich waren? Also... Und wir akzeptieren jetzt, dass wir die Kraft haben? Okay. Jetzt sind wir woanders. Wo bin ich denn jetzt? Nein. Sind wir jetzt in dem Dorf? Eine tiefere Ebene. Oh no. Je tiefer du gehst, desto schwerer... Oh no, no, no. Musst gehen, solange du kannst. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Scheiß auf den Kristall. Ich hab's an, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, okay, also... Ja. Den Kopf. Und? Ja, okay. Dann lass ihn uns suchen. Oh, no, no, no. Dann los. Ich sag euch, das wird nicht gut aussehen. Finde den reinigen Kristall. Ja. Haben wir dann eigentlich... Okay, Pistole und Waffe und so haben wir noch alles. Okay, cool, cool. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Okay, ist überhaupt nicht scary. Das ist... Ich kenne den Weg noch von Resident Evil 8, ne? Also von Village. Und ich weiß, dass... Willst du meine Freundin sein? Ich weiß, dass das hier zu diesem Puppenhaus ging. Das war gar nicht gut. Das war die schlimmste Folge für mich überhaupt. Wer es verpasst hat, guckt euch gerne Resident Evil 8 an. Da seht ihr das alles nochmal in vollster Länge. Let's play! Ja, vielleicht auch nicht. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor. Aber was soll das? Sonst spielen. Ja, nee. Also. Ja, das. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach gar nicht. Dieser Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob das war mit diesem Baby, was uns dann am Ende verfolgt hat. Oh. Das war so eine schlimme Folge. Was so ist los? Hm. Was? Wie? Was? Okay. Was? 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 Hallo? Hallo? Hä? Irgendwas ist anders. Ja, wir sind in einem anderen Fahrstuhl. Welcome, Rose. Also man erwartet uns. Okay, jetzt wird's weird. Ja, jetzt wird's komisch. Völlig zugerostet. Ja. Okay. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Zwar genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste, aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt, aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, wahrscheinlich beschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen
ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen. 4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy, aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist... Ja, das hört sich an wie dein Tagebuch. Das ist ein bisschen creepy. Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich kann mich vage dran erinnern, wo ich dieses Symbol damals gefunden hatte. Da ist ein Bild von mir hier drin. Warum ist hier ein Foto von mir? Hä? So, und hier waren die... Hä? Puppenspieler. Ich traue dem Frieden hier noch nicht so wirklich. Das sieht nicht safe aus. Der Kristall ist zum Greifen nah, man kommt nicht ran. Ja, ja. Zeit zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Ja. Es kommt mir sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt vor. Sein Bauch ist zugenäht. Sieht aus, als wäre da etwas drin. Der Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Schere, ein Messer. Ach, jetzt ist die Tür ja auch auf einmal frei. Ist ja mal gar nicht gruselig. Wie gesagt, das kennen wir ja zum Glück aus Resident Evil. 8. Zum größten Teil. Und es war für mich das Schlimmste überhaupt. Also wie gesagt, die Folge war für mich richtig heftig. Ich habe keine Waffe, ich habe nichts. Ich habe wirklich gar nichts. Ich kann mir Bilder angucken. Der zugemühte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Okay. Oh, no, 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 no. Oh, also ich finde es ja krass, dass die wirklich das Setting, einfach übernommen haben. Also fürs DLC ist klar, logisch. Also ja, wer... 2. Okay, wir brauchen einen Code. We need a code. 44. Okay, wait. Also. 44. 02 haben wir. So, es gab ja hier den geilen Hinweis. Mit der zugemüllte Schrank. Das Bild im Bücherregal. Und der vollgestapelte Schreibtisch. Was ist denn der vollgestapelte Schreibtisch? Ist das damit gemeint? Nee, das da ist gemeint. Das ist die Frage, was finde ich hier? Das Bild im Schrank haben wir. Dann ist der Schreibtisch. Der sagt 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, dann müssen wir mal gucken, was ist denn hier was nochmal gewesen. So, der zugemühte Schrank ist
1. Das Bild im Bücherregal ist 2 und der zugemähte Schreibtisch ist 3. Gut, das heißt, wir haben Le Code für den Le Schrank. 0, 2, 4, 4. Braucht aber auch ganz schön lange. 6, 6. Noch eins. Nein, noch eins. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung. 6. Toll, und damit haben wir die Schere gefunden. Können wir jetzt eigentlich hier raus? Nope. 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 Irgendwas ist kaputt gegangen. Was ist das denn? Ja. Muss das so? Ist das so richtig? Okay. Ich sag mal, ja, nein, vielleicht. Okay, komm, wir schneiden jetzt den Dude auf. Und gucken, was sich in seinem Bauch verbirgt. Wieso Freunde? Können wir weg? Ich will gehen. Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Ja, eigentlich schon. Schon wieder? Was jetzt? Oh ne. Oh ne. Was steht hier? Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Warum? Lucy, Puppe 1, ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Okay, hier kommt Lucy hin, würde ich sagen. Yay! Pose 1. Eine Puppe, die ihre Arme hält, als hätte sie einen langen Stab in der Hand. Auf ihrem Kleid steht Lucy geschrieben. Cool. Kann ich einfach wieder raus? Ja, könnte ich. Was gibt's hier noch zu entdecken? Hier ging's nämlich noch ein bisschen. Jimmy's Room. Okay, Jimmy's Room kann ich noch nicht betreten. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach das Relief und packen es. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Oh ja. Oh ja. Da hat jemand richtig Spaß gehabt. Oh, wunderbar. Take it. Take on me. Ach du Scheiße. Was soll ich denn jetzt hier machen? Niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Eine Puppe, die ihren rechten Arm nach vorne streckt, auf ihrem Kleid steht Catherine geschrieben. Okay, warte mal, wir holen uns nochmal Lucy. Weil ich glaube, dass wir mit Lucy... Fuck you, Alter. Auf einmal steht sie hier vor mir. Dass wir, glaube ich, mit Lucy könnten wir, glaube ich, noch was machen. Du kleines, dreckiges Etwas. Oh. Weil, dann, ich kann die ja, ne, weil die hält ja irgendwas in der Hand, dieses. Das heißt, ich kann die da oben positionieren, richtig? So, und was ist das hier? Ein Etikett, unlesbar. Ist das nicht Lucy und Dings? Nee.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre sowas. Mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür zu. Okay, hier ist nichts weiter, ne? Wo finde ich denn jetzt die dritte Puppe? Sicherungsrasten für den Fahrstuhl, aber er ist verschlossen, okay. Könnte ich denn jetzt hier einfach... Okay, ich könnte auf jeden Fall zurück. Aber will ich das? Also wir gehen jetzt nochmal ganz kurz nach vorne. Wir gucken uns jetzt nochmal kurz an in der... Hier gibt's nichts, ne? In der, sag schon. In der Küche. Wenn du so willst also, dass ich mit Puppen spiele? Okay, warte mal. Scheiße, ich brauche beide Puppen wieder zurück. Verdammt, ich habe die jetzt wieder an den falschen Ort gebracht. Oh. Diese Mannequin hier vorne. Die macht mich aber auch fertig. Gut, wir nehmen jetzt Lucy und Catherine. Nehmen wir jetzt wieder mit. Weil die brauchen wir anscheinend in der Küche. So, das heißt, wir müssen eh hier fünfmal hin und her latschen. Weil wahrscheinlich kriegen wir jetzt in der Küche dann den dritten. Mit den dreien müssen wir dann wiederum hier hin, um dann eine vierte zu bekommen. Weil die vierte benötigen wir anscheinend hier vorne.